Pipi machen oder hat er geraucht? Keine Ahnung. Danke euch. Hat uns jetzt deswegen die Lolli gegeben. Pretty privileged ist, wenn du an der Tankstelle einfach Lollis geschenkt bekommst. Ich glaube, also das kriegen wir hübsche Mädels. Die vor uns haben das nicht bekommen, ne? Also. Riecht nach Käse. Ja, ich hab gestern gesehen. Ich hab gesehen, dass du mich gesehen hast. Ich. Du hast mich angeguckt. Wir hatten Augenkontakt. Ich will mal probieren, ich habe volle Hände. Ja, mit der Kinderunterhose. Auf der Arbeit und auf einer anderen Instanz ist gerade einfach so viel los. Zum Beispiel hat mich heute einfach ein Inder erkannt. Er war so im Eingang und dann hat er mit dem Finger so auf mich gezeigt und irgendwas geredet und hat halt so richtig schockiert ausgeschaut und er wurde halt nicht reingelassen. Also ich verstehe keinen indischen Akzent, aber der andere schon. Und dann hat er mir halt gesagt, er meint, dass er dich erkannt hat. Also, Alter, von wo? Von meinen YouTube-Schmatzvideos? Was soll ich denken, wenn er sagt, er hat mich erkannt? 10 Arten zu husten. Vor allem die Mehrheit dieser Videos haben halt so Inder angeguckt. Auf jeden Fall meinte er, dass ich in seinem indischen Restaurant war. Und ich war halt nie in seinem indischen Restaurant, hat es halt erwähnt, wo es war. Und er mir so, selbst wenn ich dort war und du dir mich, warum auch immer, gemerkt hast, wieso muss man dann irgendwie so ein Theater draus machen. Was ist daran so besonders? Ich glaube, er wollte einfach eine Werbung für sein Restaurant machen. Ich gehe jetzt Essen holen. Also, hol mir jetzt was zu essen, das brauche ich jetzt. Verstehe ich. Ganz schlimm. Ich finde keinen Parkplatz. Es ist 16:02 Uhr. Kommt in einer halben Stunde von seiner zurück. Und wenn ich bis dahin kein Essen habe, wird es schwierig für ihn. Ich habe am Telefon schon gehört, so, der klingt nach einem Tier. Wenn ich hier jetzt nicht reinpasse, dann tschüss. So. Hey. Ja? 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 Hör mal. Hör mal. Dann lebt er heute doch noch ein bisschen, ne? Ja. Aber ich hoffe, ich schaffe es trotzdem. Direkt vom ersten Mal, nee. Nee. Ich hoffe, das Essen fällt nicht runter. Boah. Ich glaube, ich muss das Essen einfach so abwerfen, weil es kommen schon Signale. Wieder ein Signal. Ich glaube, der stirbt nicht. Stellt euch einfach vor, ihr habt es mit zu tun und müsst jetzt irgendwelche Bremsbeläge mit Batterien abholen. Rechts abbiegen, dann befindet sich das Ziel links. Ich bin da. Jetzt habe ich Angst, muss ich mit Mundhörn reden. Die ist nicht so schwer. Hauptsache, ich habe mich noch gewundert, warum er gesagt hat, ja, park direkt ohne Parkplatz zu suchen. Keine Ahnung, ob das jetzt die Batterie oder die Bremsbeläge sind, weil eins war nicht da, musste er bestellen. Wenn ich das hier im Ding packe, kann es mir runterfallen? Nee, ich glaube, ich mache es lieber vor der Sitz. Ich muss jetzt mit Schalter raus. Ich bin heute. Ich hab's noch nicht gegessen. Ja, ich auch nicht. Auf jeden Fall habe ich gerade das erste Mal seit meiner Schaltkompetenz, die schon ein bisschen länger her ist, einen Schaltwagen gefahren. Oder ich habe es versucht zu fahren. Und ich glaube wirklich, es wäre gar nicht so schlimm gewesen, wenn ich nicht aus der Garage hätte rausfahren müssen. Verstehst du? Nee. Ich glaube auch. Es hat alles in der Garage angefangen. Da ging es halt richtig bergauf. Und ich bin schon mal einen Berg hochgefahren, aber nicht so einen Berg. Ich wusste gar nicht mehr, in welchem Gang ich bin, was ich mache. Da sind Autos. Wollten runter, wollten hoch. Ich so, haben Sie einen B-Führerschein? Können Sie mir helfen? Und deswegen habe ich schon angefangen zu zittern, weil ich war schon mitten auf diesem Berg. Wie heißt das? HSW? Heißt Wirbeltrauma, hat sie jetzt bestimmt. Von meinem Fahren. Immer.
Ich hab Trauma. Sie hat gerade gemeint, diese Schaltfahrt mit mir war schlimmer als eine Schlafparalyse. Wenn ich irgendwie böse zu dir war, ich war gestresst. Ja, ich war auch gestresst. Und du hast mich noch mehr Stress gemacht. Ja, weil, Dicker, wir sind 50 Mal gefühlt. Ja, du hättest mich unterstützen sollen. Ja, auf jeden Fall, wenn wir fast gestorben wären. Ja, ich bin ja diejenige, die hätte irgendwie was machen können, nicht du. Wenn du mich stresst. Ja, wenigstens war ruhig. Dafür auf jeden Fall vielen Dank. Und wieso trägt ein Kopftuch? Was? Ich fühle mich hier wie im Spiegellabyrinth. 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder was auch immer. 7, 8. Spiegellabyrinth. 9, 10, 11, 12. Keine Ahnung, zu viele Spiegel. Und dieses Mädchen, das mich gerade in Lebensgefahr gebracht hat, die isst jetzt einfach Sushi. Ja, ich habe alle Kalorien von 2 Wochen verbrannt. Ich glaube, ich habe alle Kalorien verbrannt, die ich jemals bei jeder Schlafparalyse hatte. So bestimmt so 10.000 Kalorien. Ja, tut mir leid, ich kann auch nichts dafür. Muss ja irgendwie. Wenig dann veröffentlicht, du dumm. Ja, auf jeden Fall veröffentlicht. Ja, nach dem ganzen Tag. Ja. Schmeiß jetzt weg. Nach dem ganzen Stress gehe ich jetzt feiern. Ich glaube, alleine hätte ich die Situation nicht gemeistert. Generell ist ja jedes Auto anders in seiner Fahrweise. Also erstmal hatte ich direkt am Anfang so einen Denkfehler, dass ich das Auto 10 Minuten nicht anbekommen habe. Also ich habe nicht vergessen, dass es ein Kupplungsauto ist. Aber beim Starten habe ich die Bremspedale gedrückt. Und erst dann nach 15 Minuten erkannt, oh, da gibt es ja noch eine Kupplungspedal, den ich eigentlich drücken soll. Ne? So, das war das Erste. Das Zweite ist, der Rückwärtsgang war bei diesem Auto rechts unten. Und beim Fahrschulauto war das immer, keine Ahnung, ich glaube irgendwo beim ersten Gang. Wollte nach hinten, aber bin nach vorne. Ich glaube, es ist so Karma dafür, dass ich gemeint habe, dass ich eine gute Fahrerin bin. Was ich eigentlich bin, aber jetzt halt immer auf Automatik, ne? Schalter muss ich noch üben. Mit Automatik hatte ich bis jetzt keine Probleme. Nicht mal bei der ersten Fahrt. Aber Schalter, ja, man muss halt ein bisschen in die Gänge kommen, ne? Das war schlimm. Ich weiß gar nicht, was ich anziehen soll. Soll ich ein Kleid anziehen oder soll ich so feiern gehen? Wo ist mein Haargummi jetzt? Irgendwo war das doch gerade. Wo habe ich das hingetan? Hatte ich das überhaupt an? Das ist der Beweis dafür, wie tollpatschig ich bin. Also ich bin noch im Regen gefahren, weil es plötzlich angefangen hat zu stürmen. Die ganze Woche war 27 Grad. Auf jeden Fall gehe ich so raus, um die Tasche zu holen, gehe wieder zurück und plötzlich spricht mich ein Typ an. Das war wirklich Krönung des Tages. Der mich schon 3-mal angesprochen. Das war das 4. Mal, dass er mich angesprochen hat. Erstmal so verwirrt getan, genauso wie die ersten 3 Male. Und hat mich gefragt, wo sich eine Straße befindet, die 1 Minute von hier entfernt ist. Und er wohnt ja hier, ne? Er wohnt hier. Und das schon seit vielen Jahren. Er hat mich genauso die ersten 3 Male angesprochen. Keine Ahnung, ob das seine Masche ist. Ja, weißt du, wo sich die und die Straße befindet und so? Ich so, ja, du musst da, also wirklich da? Nicht da. Ich so, nee, du musst da weiter vor. Und dann wollte ich schon gehen. Also, ich hatte dich schon mal angesprochen, oder? Kann es sein? Ich so, nee. Glaub nicht. Und er so, ja, ich muss gleich zu meinen Eltern. Hast du WhatsApp? Und ich bis gleich. Ich so, WhatsApp? Also, ja, zum Nummern tauschen. Ich so, ja, yeah, die kriegst du noch. Ich bin noch am Schreiben. Ich bin noch am Kreieren, ne? Für den Text, ne? Auf jeden Fall. Was wollte ich gerade sagen? Oh. Ich so, nee, ich hab kein WhatsApp. Also, ah ja, okay, dann bin ich gegangen. Und er hat auch so die gleichen Sprüche und so benutzt mit dem Anreden. Hat mir genau die gleichen Komplimente gemacht. Er konnte sich ja anscheinend schon erinnern, dass er mich angesprochen hat. Aber ich finde es halt ultra weird,
dass er erstmal so tut, als ob er mich nicht kennt, mich mit den gleichen Sachen anspricht, um danach zu sagen, dass er mich doch kennt. Also keine Ahnung, ob das normal ist. Und dann hat er mich sogar selber blockiert, aber mich nach trotzdem nochmal dreimal angesprochen. Ich habe auch keine Ahnung, wie er mir jetzt hätte schreiben sollen, wenn er mich blockiert hat. Also ob er das doch im Hinterkopf hatte. Also wenn er dann meine Nummer eingegeben hätte, wäre sie ihm dann angezeigt worden. Ich finde mein Leben gerade einfach komisch. Okay, ich muss mich jetzt beeilen.